Wer war der erste Schöpfer, der erste, der etwas erschaffen hat? Überhaupt niemand ist der Schöpfer der Welt. Da gibt es nur die sich bedingenden Umstände. Angenommen, wir stellen uns vor einen Spiegel. Dann sehen wir etwas. Wir hier wissen, wie unser Gesicht und all das aussieht. Aber früher, in der Urzeit, da wussten sie nicht, wie ihr Gesicht aussah. Hätten sie in einen Spiegel gesehen, hätten sie gesagt, wer ist das? Bin das ich? Wie ist das möglich? Sie haben Unwissenheit. Und durch Unwissenheit entsteht diese Illusion. Aber hier gibt es keinen ersten Schöpfer. Es sind nur die sich bedingenden Umstände. Durch die sich bedingenden Umstände und dadurch, dass wir nicht wissen, wer bin ich und wer ist der Handelnde, also was auch immer geschieht, sagen die Menschen der Welt, du hast das gemacht, du bist so und so, du hast das gemacht, du bist der Handelnde, dann nimmt die Illusion zu. Also, niemand ist der erste Schöpfer. Es ist Anadi Anand. Das heißt, es ist unendlich. Es ist schon seit unendlichen Zeiten da und wird für unendliche Zeiten weitergehen. Und es wird so bleiben.